Heute geht es um Peter Friedhofen, den Gründer der Barmherzigen Brüder von Maria Hilf. Wir sind hier in Koblenz, mitten in der Altstadt, in der Florenz-Pfaffengasse, im Garten des sogenannten Peter-Friedhofen-Hauses. Hier im ersten Stock ist er am 21. Dezember 1860 verstorben. Peter Friedhofen, der Schornsteinfeger aus Weitersburg und der Gründer eines wichtigen Ordens. Hier im Garten steht auch die Peter-Friedhofen-Kapelle. Da gehen wir jetzt rein und da erzähle ich dann mehr vom Leben des Peter Friedhofen. Peter Friedhofen ist ein Mann des 19. Jahrhunderts. Und wir vergessen oft, das 19. Jahrhundert war ein Jahrhundert großer Umbrüche und auch großer Armut. Es entstand, die Städte wurden größer, es entstand ein Proletariat, viele Leute, viele Kinder, enge Bebauung. Und es war auch eine Zeit vieler Epidemien, Cholera und so weiter und so weiter. Und es gab noch keine organisierte Krankenpflege. Und dazu kam, die alten kirchlichen Orden, die wurden ja in der Französischen Revolution verboten, die gab es nicht mehr. Aber es gab dann doch junge Leute, die begeistert waren vom Christentum und gerade auch von der sozialen Komponente. Und davon einer ist Peter Friedhofen. Er selbst eben 1819 in Weitersburg bei Koblenz geboren und die Eltern sind früh gestorben. Er hat sich um seine Geschwister gekümmert, hat dann eine Lehre als Schornsteinfeger gemacht bei seinem älteren Bruder. Der Bruder ist verstorben, er hat sich dann um seine Schwägerin und die Kinder gekümmert. Und als er dann ein bisschen mehr davon wieder frei war, da hat er sich gesagt, ja, ich will mich ganz in den Dienst der Menschen stellen. Zunächst hat er Aloysius-Bruderschaften gegründet. Das waren so Laienverbände, die sich eben der sozialen Frage angenommen haben. Und das hat ihm nicht gereicht. Er wollte einen eigenen Orden gründen. Und das als Schornsteinfeger. Ja, er hatte natürlich Leute im Hintergrund, die für ihn die Anträge schrieben und das versucht haben, zunächst beim Bischof in Trier durchzusetzen und dann späterhin bis zur Genehmigung von Rom. Er hat diesen Orden gegründet, die Barmherzigen Brüder von Maria Hilf, die ganz eingestiegen sind in die Krankenpflege. Seine erste Niederlassung war zunächst einmal in Weitersburg, da hat er aber schnell gemerkt, hier ist nicht so viel soziale Problematik, ich muss in die Stadt. Und er hat mit drei Brüdern in einer Wohnung hier gelebt, die hatte nur 25 Quadratmeter. Und das heißt, wenn Kranke waren, hat man die auch noch dort untergebracht und man hat in dem gleichen Raum sozusagen die Kapelle, den Essensraum und den Schlafraum gehabt. Und dann 1854 gab es dann die Möglichkeit, hier dieses Haus zu erwerben, mitten in der Altstadt. Der Pfarrer von Liebfrauen, Philipp de Lorenzi, war sicherlich derjenige, der die Fäden gezogen hat, damit das Geld zusammenkommt. Aber er hat es dann gerne hier hingegeben, weil er wusste, der Peter Friedhofen macht was daraus. Und 1860 ist er dann hier gestorben und da waren es schon, ich glaube, so 60, 70 Brüder, die in seinem Orden waren. Und das ist immer mehr gewachsen und bis in die Schweiz, zeitweise auch in Japan. Der höchste Stand war mal in den 30er Jahren mit 500 Brüdern, die dieser Gemeinschaft angehörten. Hier ist die Keimzelle davon, von diesem Orden. Peter Friedhofen hat hier gewirkt und 1985 wurde er selig gesprochen. Es gibt sogar zwei Tage, an denen man an ihn denken kann. Einmal den 23. Juni, weil der Orden wurde anerkannt an einem 23. Juni oder eben am 21. Dezember, dem Todestag von Peter Friedhofen.